Das, was bei Morodos irgendwie schon wieder zu schwer ist, ist hier schon fast wieder zu leicht irgendwie. Das Richtige für dich zu finden, ist eine Qual. Ja. Tarkov war schon, man ist halt von Tarkov verwöhnt irgendwie. Ah, das ist so räudig, das ist wirklich so. Also ist bei mir nicht anders, ne? Also dieses Marauders ist auf jeden Fall was mich ankickt, weil ich die ganze Zeit sterbe. Das war bei Tarkov am Anfang auch so. Mhm. Weil ich halt, ich bin auch genervt dann, ne? Und wenn ich noch nicht reingekommen bin. Aber das ist so, es hat einen heftigen Schwierigkeitsgrad. Ja. Aber was, ich habe gerade so überlegt, so beim Kippchen. Die Verkäufer gehen mir auf den Sack dort. Die kommen dir mit Plunder, den du nicht brauchst. Dann ist der Stash auch nicht groß. Ja, du kannst ihn auch noch erweitern, ne? Kannst du erweitern? Pluszeichen. Ah, okay. Ah, das habe ich noch gar nicht gesehen. Pfiffig, wie du wieder bist. Das sag ja, ich bin ja, deswegen bin ich auch immer sehr ruhig. Jetzt hier bin ich jetzt auch quasselig auf wie eine Strippe. Weil ich halt einfach jetzt hier schon weiß, was ich tue. Am Anfang war es auch sehr schwer. Mhm. Also ich verstehe nicht, was er da... Da kriege ich nicht aufgehoben da oben drauf. Ja, das macht gar keinen Sinn. Nee. Aber ich, wie gesagt, wenn ich dann schon weiß, was ich tue, dann geht das. Aber am Anfang, ich bin halt auch... Ich muss halt überall gucken, überall schauen, was kann ich hier machen, weißt du? Mhm. Soll ich dir... Ich habe dir eine Wasserflasche mitgebracht. Brauchst du die? Also wenn du sie selbst nicht jetzt brauchst, dann ja, dann nehme ich sie, weil ich habe keine mit reingenommen, aber... Mhm, dann gebe ich dir dann. Noch brauche ich ja nicht. Hau ich dir dann hin, gar kein Problem. Ich gehe erstmal in den Automaten, vielleicht ziehe ich hier eine. Guck, da ist einer. Oh, guck mal hier, da ist ein Ring und... Ey, du ist Rindfleisch, die nehme ich mit, die habe ich noch nicht. Na, den Ring kannst du nehmen. Na, nimm du, ich habe doch... Ey, ich habe 6 Millionen. Kann ich nochmal machen? Kostet das eigentlich Geld? Nö. Und jetzt habe ich auch eine Wasserflasche. Jetzt kannst du die nehmen, die hier steht. Oh. Hallo. Hast du die gemacht? Oh, joi, habe ich mich erschrocken. Da kommt noch einer, glaube ich, links oben. Ja, kommt jetzt außen rum. Ich gehe ein Stückchen auf den Berg hoch. Er schießt schon. Ah, das ist aber oben so ein Hampelmann. Aber du lebst noch, oder? Ja, ja. Schön. Jetzt weiß es, dass wir keine... Dass wir es ernst meinen. Ah, Papa hat natürlich wieder keine mitgenommen. Ich gehe hier unten durchs Fenster. Okay. Lass ihn hier. Jetzt die Treppe hoch. Hier ist er. Zwei Stück. Ach, das waren das diese Typen. Sehr gut. Ich dachte, das war ein Spieler. Nee. Noch einer. Stop hiding. Also die Pistole als Zweitwaffe ist sowas wie... Leck mir am Arsch. Hast du ihn? Ja. Hier ist noch eine Wasserflasche auf dem Tisch. Nee, ich hab. Oh, gut, dass du sagst, ich werde erstmal mal gucken. Obwohl lohnt sich noch nicht wirklich essen und trinken. Hast du schon so einen hier? Was denn?
Hier. Oh, nee, danke. Ja, musst du abgeben, dann. Oder auch nicht, das kannst du, glaube ich, behalten, aber. Aha. Brauchst du noch so ein Universalwerkzeug? Hier ist noch eins, so ein Cuttermesser. Hier vorne in der Dusche, in der Tasche. Ah, danke. Ja, dann brauche ich einige von denen noch. Ich brauche ja 10 Stück. Na, ich kaufe den meisten Kram, ne? Die kannst du auch behalten, oder was soll ich denn mit der Knarre, Alter? Die SR-15, weißt du? Ja, der richtige Rotz. Den spiele ich nicht mehr, das Dreckding. Mich nervt, dass man bei der Pistole die Munition nicht verbessern kann, weil manchmal wechsle ich schon die Waffe, weißt du? Mhm. Aber kannst du ja aber gleich schminken, Alter. Ich habe gerade ein ganzes Magazin, der hat den noch nicht mal einen Balken weg bei ihm. So, ich bin schon oben. Ja, hab's gesehen. Eine Feuerflieger hat die Ops betreten. Ich muss mal kurz die Karte mal tracken. Das ist 191 Meter ist das irgendwo. So eine Garage. Da drüben auf dem Berg lief wieder einer von diesen Spezies. Türme sehen frei aus. Ja, ja. Es war mir schon klar, dass du dir die Beine brichst. Deswegen habe ich schon ein großes Medizinkit. Du hast Probleme? Spieler. Egal, wo du hingehst, Alter, ne? Du hast ihn schon getötet? Ja. Okay. Das ist echt witzig. Immer Spieler am Start. Ja, ich schieß hier die ganzen Diddles ab und du die Spieler. Oh, dass er auch da war, weißt du? Da war, lief ja gerade noch so ein armer Irrer. God damn it, someone's on our tail. Eine Powerbank, sagst du das Bescheid, ne? Ja, hier ist eine SSD. Zwei Spieler oben im Lootraum. Okay. Mit einer Sniper. Beide haben eine Sniper. Ich gehe mal unten lang. Die sind oben im Schlafzimmer, ja? Ja, die schießen raus. Zu knicken kriege ich nicht rein.
Ja, ne, ich bin schon um die Ecke und krieg einen Schuss, na klar. Aus gut, beschäftige dich ein bisschen, aber lass dich nicht abknallen. Ja, jetzt gehen sie nach rechts weg, weil ich sie ein paar Mal angehittet habe. Sind die unten? Nee, oben. Beide noch. Ach komm, hör doch auf zu springen, Junge, Alter! Ich hab sie. Beide? Super. Ja. Krass. So sieht's aus, Freunde. Da ist Schicht im Schacht. Super Gameplay. Ja. Danke für deine... fürs Hinhalten deiner Arschbacken. Na ja, nun, ne? Das war auf jeden Fall super, also. Der hat hier noch eine MP7, wenn du möchtest. Ja, wenn du alles hast. Und nichts mehr tragen kannst, dann nehme ich die. Ich habe hier unten auch noch einen gefunden. Sind die noch mal reingekommen? Nee, ne? Nee. Ich höre dich. Mhm. Ey, was macht denn er? Das ist doch schon wieder... Jetzt ist meine ganze Munition weg. Willst du mich verarschen? Treibt mich hier zur Weißglut. Jetzt geht's irgendwie. Jetzt hat sie es eingekriegt. Ah, die haben ja schön Snipey gemacht. Und dann gab's aufs Maul. Oh, das war geil. War ein super Spiel. Also ja. Das Zusammenspiel war mega. Die haben nur mich auf im Zettel gehabt. Ich habe aber auch gut kassiert, ne? Ja. Ich hatte 900er, wie heißt denn hier so ein Medkit. 900er Medkit. Ich habe jetzt noch 140. Also später. Also ich habe wirklich einen Schuss abgekriegt, einen Schuss abgegeben, gleich wieder heilen. Ich war immer auf komplett rot. Also da hast du dir ja auch ein Folder of Intelligence verdient für 50.000. Hab ich schon. In my Tash. Aha. Hab ich schon gefunden. Und ich habe auch noch eine Fall oder so. Also ich bin absolut bedient. Mir ist das alles okay. Okay, dann können wir rausgehen, ne? Naja, ich bin schon auf dem Weg. Also nicht auf dem Weg so. Ich bin schon Meter weit weg, aber... Ich sehe dich. Hier hinten kommen wir nicht längs. Müssen wir hier durch, ne? Ja. Ja, das sicherten sie gar nicht auf dem Zettel, das war sehr gut. Das war ja, es war auch mein Long Road, ne? Dieses Long Range, ne? Also ja. dieses Zielfernrohr, damit ich überhaupt auf die schießen konnte, ne? Das hat aber richtig gut gepasst jetzt dann. Weil ich hätte die gar nicht so richtig gesehen, geschweige denn wahrscheinlich getroffen. Wir können auch hinten lang, hinten ist noch eine Lootstelle, wenn du möchtest. Alter, geilen Rucksack hast du da mit bunten Farben und Schnürsenkeln und so. Den gibt's irgendwann mal als Belohnung für irgendwas, frag mich nicht. Naja. Diesen Companion, also diesen Battle Pass oder sowas. Was hat denn der andere denn? Hatte der auch eine Sniper? Hier ist die Lootbox. Boah, keine Ahnung, da ist eine Powerbank drin. Gönn dir. Ich weiß nicht, ich hab jetzt bloß die SVDS mitgenommen. Was hat denn der andere gehabt? Ich hab's gar nicht mal richtig gecheckt. Ich hab die kleine, wie heißt die, MP7 habe ich mitgenommen. Ja, der muss ja auch irgendwas Großes gehabt haben, glaube ich, aber ich habe nichts gesehen. Also weil der, oder Taschenlampe dran oder so. Also es hat auf jeden Fall, beide haben geblendet, weißt du? Mhm. Aber die SVD, so eine habe ich auch, die ist schon scheiße. Ja, richtig, ich merk's gerade, oder war das der letzte Schuss? Nee. Oh ja, geht eigentlich. Nee, ich finde das, also entweder ist nicht die richtige Munition, die ich gerne haben möchte, weil die tötet mit einem Kopfschuss nicht. Ja. Wenn der Typen Helm. Guck mal, hier oben liegen auch schon Sachen. Rucksack und so Zeug. Hier oben hat schon, wurde schon einer getötet. Oh, die haben hier aber gut rasiert. Oh, du hast den umgebracht, ja? Ja, den anderen habe ich umgebracht. Dann kannst du ihn killen.
Nee, nee, mach mal, ich bin doch hier ganz woanders. Woran sehe ich denn, was ich für eine Rüstung mit habe? Sehe ich gar nicht jetzt, ne? So. Na, du musst natürlich ins Inventar gucken. Ja, aber da sehe ich ja meine Rüstung nicht. Na doch, unten hast du doch die vier Slots. Helm, Rüstung. Ja, aber was für eine Klasse sehe ich nicht. Na, du musst dann natürlich draufklicken. Kannst du doch angucken. 4V-Armor habe ich zum Beispiel. Und wo siehst du das? Hä? Drück doch mal Tab. Und da hast du doch im Inventar unten rechts in der Ecke vier Felder. Die Granate, das ja, mit. Da ist sie, ja, alles ja? Klar. Super, danke dir. Da weiß ich nicht, ob die auch zählt, wenn du da deine. Den wolltest du mir jetzt echt noch den Rest geben hier, ne? Kurz vorm Ende. So eine Ratte. Die zählen natürlich auch, die Typen hier. Das ja, deswegen sage ich ja, wenn die ganze Zeit nur solche Typen erschießen. Ja, es war clever gespielt, ne? Anders ging es eigentlich auch gar nicht, sonst hätten wir, also wären wir beide da gewesen, hätten wir beide verkackt. Ja. Also mit dem Sniper-Kram, weißt du? Weil das war gut, weil die hatten ja noch die MP7 zum Beispiel mit dabei, also wenn sie gewusst hätten, dass wir kommen, hätte es auch böse für mich enden können, weißt du? Auf jeden Fall. Also Nahkampf mit der MP7 ist schon hart.